Als Content Creator solltest du das ganze Thema Liebhaberei unbedingt im Blick haben. Was Liebhaberei eigentlich ist und worauf du da eigentlich genau achten solltest, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und du als Content Creator bist in der Regel selbstständig. Das heißt, du machst das, um irgendwie Einnahmen zu erzielen. Und dann ist auch vollkommen egal, ob du auf YouTube aktiv bist, auf Twitch, auf TikTok, auf Instagram. Sobald du eine Reichweite aufbaust, um dann anschließend damit Geld zu verdienen, ist das eine Selbstständigkeit. Und dann musst du auch deine Gewinne versteuern. Das Ganze hat allerdings auch einen Vorteil, weil wenn du die Gewinne versteuern musst, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass du die Kosten gegenrechnen kannst. Das heißt, du kannst beispielsweise die Kosten für einen Computer oder für Software oder Werbemaßnahmen, Bewirtungskosten mit Kunden und so weiter. Das heißt, du kannst alle möglichen Kosten in deiner Buchhaltung absetzen und so steuerlich geltend machen, die irgendwie mit deiner Selbstständigkeit zu tun haben. Und das kann steuerlich durchaus attraktiv sein, weil du gerade in den ersten Jahren ja erstmal eine Reichweite aufbaust und in der Regel mehr Ausgaben hast als Einnahmen. Du kannst also Verluste machen steuerlich, die du dann mit anderen Einkommensquellen verrechnen kannst. Beispielsweise mit deinem Angestelltenverhältnis, wo du ja regelmäßig schon Lohnsteuer zahlst. Und das Ganze führt in der Regel dazu, dass du eine Steuererstattung bekommst. Wenn das ganze Thema neu ist, dann schau unbedingt bei dem Video vorbei, was ich dir oben rechts einmal verlinke. Da bin ich speziell auf das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit eingegangen und wie du dadurch Steuern sparen kannst. Wenn du als Content Creator also startest und du meldest eine Selbstständigkeit an, dann hast du ja langsam wachsende Einnahmen, aber am Anfang erstmal relativ hohe Ausgaben. Und dann kann es durchaus sein, wenn du laufend nur Verluste machst, dass sich das Finanzamt irgendwann meldet. Und zwar meistens so nach 3 bis 4 Jahren, wenn du dann in den ersten 3 bis 4 Jahren nur Verluste gemacht hast. Und dann steht plötzlich das Thema Liebhaberei im Raum. Liebhaberei bedeutet auf Deutsch die Unterstellung des Finanzamtes, dass das gar keine richtige Selbstständigkeit von dir ist, sondern dass das Streamen oder das Content erstellen einfach nur ein Hobby ist. Hobby bedeutet für das Finanzamt, du machst nachhaltig nur Verluste und hast gar keine Gewinnerzielungsabsicht. Und das hat den Vorteil, dass du die Einnahmen nicht versteuern musst, hat aber auch den riesengroßen Nachteil, dass du die ganzen Kosten auf der anderen Seite nicht geltend machen kannst. Das heißt, du hast diesen Steuervorteil, den du sonst als Selbstständiger oder Selbstständige hast, hast du bei Liebhaberei nicht. Und das ist der Grund, warum Liebhaberei in der Regel eher nachteilig für dich ist. Doch wen trifft Liebhaberei in der Praxis eigentlich besonders häufig? Das sind in der Regel diejenigen, die irgendetwas aufgrund von einer Leidenschaft oder einem Interesse starten. Zum Beispiel das erwähnte Computerspielen und dabei streamen. Oder du bist Foodblogger und kochst gerne und teilst das halt mit der Welt und machst darüber dann auch ein paar Einnahmen. Oder aber du strickst gerne und verkaufst dann irgendwelche Sachen über Etsy. Oder aber du machst tägliche Vlogs oder auch wöchentliche Vlogs und lässt Leute an deinem mehr oder weniger spannenden Leben teilhaben. Das sind meistens Dinge, die man eher aus einem persönlichen Interesse irgendwie startet und dann verdient man damit auch irgendwie Geld. Und gerade in diesem Bereich, da fallen relativ viele Content-Creator rein. Die starten alle irgendwie aufgrund von einer Leidenschaft und dann verdient man plötzlich Geld. Und aus diesem Grund solltest du als Content-Creator das ganze Thema Liebhaberei unbedingt auf dem Schirm haben. Eine wichtige Frage in diesem Kontext ist vollkommen zu Recht, wie wehrt man sich denn dagegen? Stellen wir uns mal vor, du bist selbstständig, arbeitest echt viel und hart für dein Content, baust auch die Reichweite auf und du hast halt erst noch nicht die riesenhohen Umsätze. Das heißt, du machst in erster Linie noch Verluste. Und jetzt kommt das Finanzamt plötzlich, unterstellt dir plötzlich, dass deine Selbstständigkeit ein Hobby ist und möchte dir gesamte steuerlichen Vorteile streichen. Und da ist natürlich vollkommen zu Recht die Frage, wie kann ich denn darauf reagieren, um das Finanzamt davon zu überzeugen, dass ich das ernst meine mit meiner Selbstständigkeit. Und das magische Wort heißt da Totalüberschussprognose. Es ist nämlich vollkommen in Ordnung, dass du in den ersten Jahren Verluste machst, solange du ganz klar die Absicht hast, anschließend Gewinne zu machen. Das heißt, insgesamt, deine gesamte Selbstständigkeit muss irgendwann mal Gewinne machen. Wenn du beispielsweise planst, 20 Jahre selbstständig zu sein, also dein Unternehmen 20 Jahre zu betreiben, dann muss dein Unternehmen insgesamt Gewinne machen. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du in den ersten Jahren nur Verluste machst, wenn die Gewinne anschließend umso höher sind. Und das musst du dem Finanzamt irgendwie glaubhaft übermitteln, dass du das Ganze wirklich seriös angehst und auch alles dafür tust, dass du diese Gewinne erzielst. Und das kannst du zum Beispiel mit so einer Kalkulation machen, wo du genau zeigst, mit welchen Umsätzen du planst, wie rentabel deine Arbeit sein soll und welche Gewinne am Ende bei rumkommen. Und natürlich hilft auch einfach ein Businessplan. Das heißt, wenn du dem Finanzamt einen Businessplan zeigen kannst, wo du zum Beispiel die Chancen und die Risiken analysierst, den Markt analysierst, die Entwicklung des Marktes, wo du bestimmte Konkurrenten analysierst, wo du vielleicht auch zeigen kannst, dass Konkurrenten genau das gleiche Geschäftsmodell haben wie du und damit schon erfolgreich sind und Gewinne erzielen. Das kann alles helfen, um dem Finanzamt davon zu überzeugen, dass das wirklich eine vernünftige Selbstständigkeit ist, die du da betreibst. Wichtig an dieser Stelle ist auch noch einmal zu erwähnen, dass das Ganze kein Businessplan-Wettbewerb ist. Also der Businessplan
Businessplan muss nicht so umfangreich sein, wie er beispielsweise sein muss, wenn du eine Gründungsförderung beantragst. Da gibt es andere Anforderungen. Beim Finanzamt geht es einfach nur darum, dass du dem Sachbearbeiter im Finanzamt davon überzeugst, dass du eine begründete, berechtigte Annahme hast, dass du insgesamt mit deiner Selbstständigkeit Gewinne erzielen wirst. Und dann kannst du auch die Kosten absetzen. Das heißt, in diesem Kontext hilft all das, mit dem du beweisen kannst, dass du es wirklich ernst meinst. Und da hilft beispielsweise auch, wenn du eine Webseite hast oder Flyer hast, Visitenkarten hast oder AGBs hast, laufende Kommunikation mit irgendwelchen potenziellen Kunden hast oder du dich auf Influencer-Netzwerken anmeldest und so weiter. Das heißt, all das, was du tust, mit dem du signalisieren kannst, dass du es wirklich ernst meinst, das kann dir dabei helfen, um die Liebhaberei abzuwenden. Für diesen ganzen Prozess gibt es übrigens kein standardisiertes Vorgehen. Das heißt, es gibt keine Formulare, keine Liebhabereiformulare, die du irgendwie ausfüllen musst, sondern da geht es wirklich einfach nur darum, dem Sachbearbeiter im Finanzamt zu erklären, was Sache ist. Und da hilft tatsächlich auch einfach ein Telefonat. Das heißt, du kannst auch einfach beim Finanzamt mal anrufen und dem Herrn oder der Dame erklären, was du da eigentlich tust und wie du das Ganze planst. Und dann kannst du auch da fragen, welche Nachweise du denn erbringen müsstest, damit man dir glaubt, dass das eine richtige Selbstständigkeit ist. Gerade das ganze Thema Influencer-Dasein, Content-Creator-Dasein ist ja noch relativ jung und es ist vollkommen nachvollziehbar, wenn das im Finanzamt vielleicht bei dem speziellen Sachbearbeiter noch nicht so bekannt ist. Deswegen hilft da manchmal einfach ein klärendes Gespräch, damit der Sachbearbeiter das richtig einordnen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass du die Liebhaberei natürlich auch aktiv selbst wählen kannst. Wenn du nun mal ganz gerne Fortnite spielst und das regelmäßig spielst und das streamst und da halt ein paar hundert Euro im Monat reinkommen über Twitch und irgendwelche anderen Donations, dann ist es vollkommen fein. Wenn du dauerhaft mehr Ausgaben hast, dann ist das unter Umständen aber eher ein Hobby, also eine Liebhaberei. Und dann musst du auf das Geld, was reinkommt, auch keine Steuern zahlen. Wichtig an dieser Stelle ist aber, dass du dich nicht immer einfach darauf berufen kannst, dass du ja gar keinen Gewinn machen wolltest und ups, jetzt hast du 5 Millionen Follower und verdienst Hunderttausende im Jahr, aber du wolltest es ja nie tun und deswegen zahlst du keine Steuern. Das funktioniert ehrlicherweise nicht. Du kannst davon ausgehen, dass wenn du Gewinne machst, du spätestens ab diesem Zeitpunkt auch Steuern darauf zahlen musst. Das heißt, es kann sein, dass du als Liebhaberei-Tätigkeit anfängst und steuerlich das vollkommen irrelevant ist. Aber wenn du denn wirklich so groß werden solltest, dass du da Gewinne machst, dann wirst du spätestens dann halt dich anmelden müssen und auch auf deine Gewinne Steuern zahlen müssen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen und du weißt jetzt, was Liebhaberei ist und ob das ganze Thema für dich relevant ist oder eventuell in Zukunft mal relevant werden könnte. Wenn du dazu noch Fragen hast oder vielleicht gerade einen Brief vom Finanzamt bekommen hast und deswegen gerade nach dem Thema gesucht hast, dann schreib doch gerne mal einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du Angst vor diesen nervigen Finanzamtbriefen hast und die eigentlich nie wieder bekommen möchtest, dann such dir doch einen Steuerberater, der das tut. Wir sind so ein Steuerberater, spezialisiert auf Freiberufler und Selbstständige und haben auch einige Content-Creator bei uns als Mandant und wir helfen natürlich auch dir gerne bei all deinen Finanzamtfragen. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Du kannst aber natürlich auch erstmal alle anderen Videos auf diesem Kanal anschauen oder aber auch nur ein paar, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.